Hallo und herzlich willkommen zu den ersten Tolino Story Days. Ich bin Annabelle Stehl. Schön, dass du da bist. Hallo. An den Tolino Story Days ist einfach, dass wir mit der Tolino Community einfach in den Austausch und in den Kontakt treten wollen, einfach Zeit für Geschichten zur Verfügung stellen wollen, für jeden Geschmack. Und natürlich wollen wir die Marke Tolino auch nach draußen tragen und sagen, dass Tolino E-Reading made in Germany ist. Und das machen wir für euch, für die Tolino-Fans und von uns für euch. Deswegen freuen wir uns, dass ihr so zahlreich dabei wart. Ich hoffe, vor den Bildschirmen hat es genauso viel Spaß gemacht wie hinter den Kulissen. Die Marke Tolino möchte ja die Menschen in Geschichten eintauchen lassen, durch die Möglichkeiten des digitalen Lesens, durch die Geräte. Und genau das wollten wir hier auch im Studio erzeugen, so eine Atmosphäre der Gemütlichkeit. Bei der langen Lesenacht hatten wir, ich glaube, es waren 8 Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Genres, die wirklich jeweils 20 Minuten gelesen haben, sodass wir einen schönen Zusammenschnitt aus den verschiedenen Genres hatten. Und heute ging es dann direkt weiter mit einem Einblick in die Tolino-Welt, Einblicken in die Fantasy mit Bierbrauen bei Markus Heitz, ins New Adult mit Annabelle Stehl und Nicola Hotel. Wir hatten historische Romane, wir hatten Thriller, wir hatten Self-Publishing, wir hatten eine E-Reader-Session, also es war wirklich voll mit Programm und wirklich für jeden und jede was dabei. Tolino Verlost ist eine 2-tägige Reise in die Toskana inklusive eines Besuchs bei Cornelia Funke. Ihr bekommt alle 3 eine E-Mail von uns, lasst euch überraschen, welches Bild in eurer Box sein wird. Wir sind zu einer großen Gemeinschaft geworden, die Leute haben sich gegenseitig Buchtipps gegeben, geholfen, auch untereinander. Alles, was ich da so mitgelesen habe, das hat mich wahnsinnig gefreut, weil alles das, was wir erreichen wollen, nämlich nah dran an unseren Kunden zu sein und auch zuzuhören, was wünschen sich die Menschen da draußen, das kam rüber und das nehmen wir auch mit und machen das auch mit unseren Entwicklern in der täglichen Arbeit, wird das einfließen in die Projekte, in neue Features, in neue Produkte und das war für uns total wertvoll. Stories sind etwas, das Menschen miteinander verbindet. Tolino hat Menschen eingeladen, 2 Tage lang an einem virtuellen Lagerfeuer miteinander zu verbringen und Geschichten zu hören von den besten GeschichtenerzählerInnen unserer Zeit. Wir wollten Liebe zurückgeben, Geschichten zurückgeben und ich glaube, das ist uns mit dem Event auch wirklich gut gelungen.